Amis leitet sich aus dem Englischen ab, Anterior Minimal Invasive Surgery. Sie beschreibt den Zugangsweg zur Hüfte direkt von vorne, im Gegensatz zu den anderen Zugangswegen, die seitlich oder von schräg vorne seitlich oder von hinten zur Hüfte gehen. Der Vorteil von dem direkten vorderen Zugang ist, dass dabei keine Sehne und kein Muskel abgelöst und später wieder angenäht werden muss und auch kein Nerv verletzt wird. Dadurch kann man das Gelenk eben erreichen, ohne Strukturen zu verletzen, und die Patienten können sehr schnell wieder voll belasten. Ich habe in den letzten 25 Jahren alle gängigen Zugangswege zur Hüfte selbst praktiziert und kann aus der heutigen Erfahrung sagen, dass man mit gleicher Erfahrung und gleicher Sorgfalt mit dem vorderen Zugang die besten Ergebnisse erzielen kann. Die Methode habe ich selbst kennengelernt im Rahmen eines Kongresses und bin dann einer Einladung nach Paris gefolgt zu dem Großmeister Frédéric Loth. Bei dem war das dann sehr eindrucksvoll. Die Patientin, die am Vormittag live operiert hat, wo wir die Operation auch verfolgen konnten, die konnte am Nachmittag ohne Gehstützen die Treppe rauf und runter gehen. Und wenn sie das einmal erlebt haben, dann sind sie überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Nach meiner Hospitation im Mai 2007 habe ich dann sehr schnell selbst mit der Methode angefangen und nach gutem Verlauf dann auch sehr bald begonnen, auch schwierigere Fälle und auch Wechseloperationen über den vorderen Zugang durchzuführen. Seit September 2011 erlaubt meine Erfahrung mit der AMIS-Methode auch, dass ich Patienten mit beidseitiger Hüftarthrose simultan versorge. Die Patienten profitieren sehr davon, weil sie in einer Sitzung sozusagen ihre Beschwerden loswerden und weil sie sehr früh mobilisiert werden können. Der Patient, der wird bei dieser Methode wesentlich weniger belastet, hat weniger Schmerzen, verliert weniger Blut, und insbesondere ältere Patienten oder auch kranke Patienten kommen viel, viel, viel leichter durch die ganze Prozedur. Die Patienten können am ersten Tag nach der Operation bereits aufstehen, können spätestens am zweiten Tag mit mir ein paar Schritte ohne Gehstützen machen und sind am dritten bis vierten Tag auch an der Treppe mobil und können nach ca. 6 bis 8 Tagen nach Hause oder in die Reha.